So, dann gehen wir auf. Auf in die nächste Runde. Wir gehen zurück in den Wald. Und schauen mal, ob wir irgendwelche interessanten kleinen Kügelchen oder sowas finden. Wir könnten natürlich nochmal im Gasthaus vorbei. Aber ich denke, im Wald werden wir jetzt ein paar mehr Chancen haben. Ich würde sagen, dieses Mal schauen wir mal in die rechte Seite. Na? Was ist hier? Ein blutiger Stofffetzen? Das ist... Oh nein! Was ist das denn? Wer hätte gedacht, dass man mit blutigen Stofffetzen Gnome anlocken kann? Eine Falle für den Werwolf. Beeindruckend! Danke. Du bist auch ein Gnom, oder? Scharf beobachtet. Yep. Ich habe noch nicht viele Spuren gefunden. Hattest du mehr Glück? Einige Spuren vom Werwolf und Fußabdrücke einer schweren Person, die aus Richtung der Klippen kommen. Das müssen Esters Spuren sein. Sie verlieren sich bald im Unterholz. Von einem Ritter, einem kopflosen Reiter oder sonstigen Schreckgestalten keine Spur. Vielleicht sind es Geister. Genau meine Vermutung. Irgendein Spuk. Jemand beschwört all diese Geistergestalten, um uns Angst zu machen. Dann dürfen wir uns keine Angst machen lassen. Ich kenne keine Angst. Naja, nur Spinnen. Die kann ich nicht leiden. Wie sie so da sitzen und dann plötzlich loslaufen und viel zu viele Beine. Na okay, merken wir uns, er hat Angst vor Spinnen. Da hinten geht es tiefer in den Wald. Dort habe ich den Werwolf heulen gehört. Hier ist er bisher nicht aufgetaucht. Vielleicht versuche ich da auch mein Glück. Danke für den Hinweis. Wie willst du dich gegen das Biest verteidigen? Silberkugeln, Silberpfeile, Silberbolzen. Alles, was aus Silber ist, kann einen Werwolf verletzen. Könntest du mir vielleicht ein paar von den Bolzen ausleihen? Wie der Name Silberbolzen schon vermuten lässt, sind die Dinger verflucht teuer. Zu teuer, um damit auf Eichhörnchen zu schießen, die im falschen Moment genießt haben. Wow, Kopfgeldjäger. Das ist so cool. Die meisten von uns Gnomen sind ja eher Nerds. Wir basteln gerne komplizierte Maschinen, mögen es gemütlich und meiden die große, weite Welt. Du bist auch hier. Und so eine Art Magier? Naja, nicht so richtig. Ich versuche, meinen Freunden zu helfen. Auch ganz ohne Magie. Und du? Hat dich die Abenteuerlust in die weite Welt gelockt? Gold. Oh. Nicht mein Traumjob, in zwielichtigen Gasthäusern herumzusitzen und Aufträge von schmierigen Gestalten anzunehmen. Sobald ich genug Gold zusammen habe, gehe ich zurück in die Höhlen und vergesse hoffentlich das meiste, was ich erlebt habe. Oh, er hat, wohl viel Interessantes erlebt. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass die beiden zusammenhängen. Clevere Falle. Für mich hat sie schon mal gereicht. Du bist aber auch kein Werwolf. Messerscharfe Sinne und noch schärfere Zähne und Klauen. Der Käfig wird ihn nicht lange aufhalten und der Kampf mit dem Biest wird kein Vergnügen. Vielleicht sollten wir doch zusammen weitergehen. Dann können wir uns gegenseitig beschützen, weißt du? Du solltest gar nicht hier sein. Geh zurück ins Dorf und warte da 3 Tage. Wenn ich bis dahin nicht zurück bin, verlasse den Düsterwald und schaue nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Ich werde nicht ohne Timmy und Esther aufbrechen. Dann schrei laut, wenn der Werwolf dich erwischt hat. Dann weiß ich wenigstens, wo ich ihn suchen muss. Ich denke, das lässt sich einrichten. Genug geredet. Wir müssen meine Freunde finden. Ich muss einen kopflosen Reiter zur Strecke bringen und ich werde den Werwolf töten. So einer fehlt noch auf meiner Liste. Wenn ich dabei über deine Freunde stolpere, schön. Wenn nicht, auch gut. Wilbur. Was? Mein Name. Wilbur Wetterquarz. Und ich habe Angst um Timmy und Esther. Ich will sie unbeschadet zurück. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, also hier steckt er und es gibt 2 Ausgänge hier wieder. Wir nehmen den mal oben. Okay. Rechts, links, oben. Dann gehen wir mal hier entlang. Wovor ist er jetzt erschreckt?
Ich glaube, wir sind wieder an der Stelle, wo wir. Ja, genau, wo wir die Nuss getroffen haben. Die Armbrust alleine hilft mir gegen den Werwolf nicht weiter. Ich brauche noch einen Bolzen aus Silber, bevor ich mich dort hineinwagen kann. Ja, und wie kriege ich den jetzt? Okay, wir gehen mal in die andere Richtung. Ich glaube, wir probieren einfach hier mal beliebig aus. Das könnte. Hier waren wir wohl noch Diese nicht. Steinköpfe findet man überall in Aventasien. Sie sind uralt und niemand weiß, wer sie erschaffen hat. Ja. Okay, wir nehmen diesen Weg. Ah, sind wir wieder hier. Okay, dann schon. Halt, warte, da waren wir doch gerade eben schon, oder? Hier gibt es nichts anderes. Nehmen wir diesen Weg. Die Falle ist unter dem Laub nicht zu sehen. Ein gutes Stück Gnomentechnologie. Kompliziert und mehr oder weniger Oh funktionstüchtig. Mist, ich muss mir echt eine Map machen. Rechts kommen wir zum Eingang. Deswegen schaue ich jetzt hier weiter und wir schauen mal nach rechts. Glühendes Moos. Ich weiß nicht, ob mir das leuchtende Moos gefällt. Es spendet etwas Licht, das ist gut, aber es sieht auch ziemlich unheimlich aus. Okay, na, ich brauche eine Karte, ich sehe schon. Wir nehmen den Weg hier runter. Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Ach, bei der Falle. Na, dann gehen wir hier nochmal zurück. Gehen wir hier rein. Nein, das ist es auch nicht. Dann einmal hier entlang. Na, ich sehe schon, der Wald bringt uns irgendwie nicht viel gerade hier. Ich hätte gern irgendwie. Wir haben den Lappen aber. Und wir haben einen Holzstab. Kann ich die vielleicht irgendwie miteinander benutzen im Gasthaus? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Na, schon wieder bei der Falle gelandet. So, da sind wir wieder. Dann schauen wir noch hier rein. Da ist. War hier das Moos? Nee. Okay. Oh. Hier ist ein Stück Stoff. Das ist Timmys Halstuch. Es ist zerrissen. Okay, mischt. Betrachte die Augen. Lange dachte man, Augen in der Dunkelheit würden zu gefährlichen Tieren gehören, die einen beobachten. Doch dann stellte sich heraus, dass es einfach nur glühende Augen ohne Körper sind, die ganz harmlos vor sich hinschweben. Kein Grund zur Besorgnis. Sicher? Hier sind mehrere Äste abgeknickt. Und hier? Oh Mann! Ein paar Fellfetzen. Sie sehen genauso aus wie die oben am Lagerfeuer. Der Werwolf muss auf Timmys Fährte sein. Hoffentlich war der Kleine längst weg, als der Wolf hier vorbeikam. Okay, also hier waren wir noch nie. Jetzt schauen wir hier mal entlang. Ah, und hier ist wieder unser Eingang. Okay, wir gehen einmal hier entlang. Nach oben ging's zur Höhle, wenn ich mich richtig entsinne. Jawohl. Das heißt, wir schauen jetzt hier noch einmal hier runter. Da scheint es nichts zu geben. Also wenn wir jetzt nichts Neues entdecken, dann gehen wir zurück in die Stadt und werden mal die Sachen ein bisschen ausprobieren. Wir haben Timmys Halstuch, wir haben einiges Interessantes. Okay, aber es scheint hier nichts mehr großartig zu geben.
Dann schauen wir mal zurück. Wir haben jetzt schon ein paar Minuten hier, oder? Das hier ist wieder die Falle. Das heißt, zurück in die Stadt kommen wir hier einmal nach rechts und dann hier aus dem Wald. Oh, doch nicht? Hier raus. Ja, genau. Hier sind wir. Okay. Wir schauen uns das Dorf nochmal ein bisschen an. Friedhöfe sind schon unter normalen Bedingungen angsteinflößend. Aber der hier ist extra gruselig. Okay. Die Kirche sieht aus, als hätte sie seit Jahren niemand mehr betreten. Eine Geisterkirche. Also keine Kirche für Geister. Eine Kirche für Menschen. Okay, da haben wir nichts. Das Bettlaken. Der Bürgermeister ist nicht nur Bürgermeister, Feuerwehrmann, Priester, Kutscher und Schmied. Er ist auch seine eigene Waschfrau. Gezwungenermaßen. Kriege ich den irgendwie runter? Kann ich das mit dem... Nein, kann ich nicht. Kann ich das hier? Nein, kann ich auch nicht. Geht nicht. Nee. Ich würde sagen, wir schauen mal rein zum Bürgermeister. Kann ich dem irgendwie was geben? Hallo. Ja? Könnten wir nicht doch nochmal über den Detektor sprechen? Ich brauche ihn dringend, um das Herz des Waldes zu finden. Und ich brauche ihn, um Übernatürliches in meiner Umgebung aufzuspüren. Solange das Gerät mich zuverlässig vor sämtlichem Spuk warnt, ist es für mich ein unerlässlicher Begleiter. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie erschrecken. Ich wüsste nicht, was... Ja, sie ist noch beleidigt. Den Stofffetzen kann ich ihm nicht... kann ich das hier irgendwie kombinieren? Was ist mit dem Regal? Das Regal scheint eine Art Lager für Dinge zu sein, von denen selbst der optimistischste Ladenbesitzer nicht hoffen kann, sie bald zu verkaufen. Hätte ich mehr Zeit, würde ich mich da begeistert durchwühlen. Ich liebe so ein Zeug. Okay. Nein, ich lasse sie lieber schmollen. Okay, hier gibt's offenbar nichts weiter zu tun. Das Feuer spendet Wärme und Licht. Die Leute hier im Düsterwald müssen eine unglaublich hohe Holzrechnung haben. Okay, kann ich hier irgendwas reintun? Armbrustbolzen, nein. Sand auch nicht. Nee, den wollen wir ja nochmal auch nicht. Nee. Kann ich auch nicht kombinieren. Der Eisenbolzen dient nur als Vorlage. Gegen einen Werwolf bringt er mir nichts. Ich brauche einen Silberbolzen mit exakt gleicher Form und in exakt gleicher Größe. Ich könnte zwar einen Abdruck des Eisenbolzens in den Sand drücken, aber ich trage den Sand locker in der Tasche. Der Abdruck würde sofort wieder zerfallen. Okay, ich glaube, dann habe ich jetzt eine Idee. Wir müssen einen Abdruck von dem Silberbolzen machen und den dann entsprechend brennen. Schwer zu sagen, wie alt das Dorf ist. Es könnte hunderte Jahre hier am Rand des Waldes gestanden haben. Okay, also wir legen den Sand. Ich glaube, das könnte so klappen. Also, wir haben die glühenden Kohlen. Kann ich den Sand irgendwie... Oh, natürlich nicht. Benutze das Glühende mit... Na... Nate hat in den letzten Tagen immer wieder versucht, Timmy ein wenig aufzumuntern. Manchmal ist es ihm gelungen. Doch früher oder später hat Timmy sich wieder in Esthers Manteltasche verkrochen. Okay, wie kriegen wir das hier hin? Benutze geschmolzenes Silber mit. Kann ich den irgendwo hier? Ich könnte zwar einen Abdruck des Eisenbolzens. Ja, das wissen wir schon. Der Eisenbolzen dient nur als. Ja.
Okay. Jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, sehe ich diese Nee, geht auch irgendwie nicht. Irgendwie müssen wir das Ganze doch irgendwie brennen können. Und ich bin gerade echt ratlos irgendwie. Haben wir hier irgendwie oder müssen wir zurück in den Wald gehen? Oder kann ich den hier irgendwo hin tun? Na, das geht nicht. Kann ich... Oh! Spiel fortsetzen, logischerweise. Kann ich ihm irgendwie den blutgetränkten Lappen zeigen? Nee. Also, wir müssen... Jedes Mal... Wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir ihn hier erschrecken. Das Bettlaken kann ich nehmen. Aber wahrscheinlich, das hing doch zu hoch. Sofern mir das dabei hilft, das Böse aus dem Wald zu vertreiben, hat der Bürgermeister hoffentlich nichts dagegen. Ich habe ein Bettlaken. Das heißt, wir sind ein Geist. Das Bettlaken könnte ein guter Anfang für ein Geisterkostüm sein. Richtig. Zeit das für einen Geisterauftritt. Richtig, das wollen wir machen. Was soll das? Ich bin der Geist des Waldes. Haben wir nicht schon genügend echte Spukgestalten hier? Musst du dich jetzt auch noch als eine verkleiden? Ich, weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann deine Füße sehen. Und ist das mein Bettlaken? Du hast den Geist des Waldes verunsichert, aber ich komme wieder. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich erkannt. Könnte damit zu tun haben, dass er als Bewohner des Düsterwalds viel Erfahrung mit Spukgestalten hat. Oder es lag an meinen Füßen, die unter dem Bettlaken hervorguckten. Okay, ich denke, das ist eine Aufgabe für den guten Nate, den wir jetzt dann auch gleich holen werden. Absolut nette Idee. Und ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Morgen in der nächsten Runde. Und ja, mal sehen, ob wir ihn erschrecken können.